Die Idee, warum ich auf Plateschauer zu ihr wollte, ist eigentlich im Ursprung gewesen, ich wollte eine Wohnung mit einer tollen Terrasse in einer Sonnenlage. Und da das bis im Thurgauer Berg momentan noch nicht umgesetzt wird, in so einer Form, als wie es jetzt da ist in Plutesch, habe ich das Projekt noch gefunden. Was für Räume sind mir wichtig? Ja, ist der Terrassionraum. Also eine Terrasse in dem Sinn, wieder auf das Gleiche, wie ich vorher gesehen habe, war mir wirklich sehr wichtig, wo ich nachher einen großen Wert drauf gelegt habe, weil es etwas Bleibendes ist. Das ist die Kuh. Da habe ich gesagt, die Kuh, die tue ich jetzt wahrscheinlich einmal hier für die nächsten 15, 20 Jahre. Und dort habe ich gesagt, ich will eigentlich schon was Tolles haben. Und ich glaube, dass wir das so dementsprechend umgesetzt haben mit dem Planer. Und was ich noch Wert drauf gelegt habe, war das Bad. Ich war vielleicht nicht so verwöhnt von vorher, wenn man denkt, wenn ich mal etwas Eigenes habe, dann möchte ich eine offene Dusche haben mit einem Rainman, mit einer Badwanne. Ein Wunsch wäre noch gewesen, ein zweites Waschbecken. Ist aber da leider platzmäßig jetzt nicht ausgegangen. Ja, ein ganz großes Highlight steht noch auf der Terrasse drunter. Das ist eigentlich ein großer Schatz von mir. Das ist meine Bierschank. Und die hat ein Kumpel von mir gebaut, der Oliver Büchel, wo wir davor ein paar geschafft hat. Und der hat gesehen, ja, komm, wir machen da etwas miteinander. Und der hat da eine tolle Idee gehabt und hat das eigentlich umgesetzt. Jetzt haben wir auch ein Bier daheim. Das ist auf so einer Terrasse eigentlich schon viel wert, wenn einmal ein Besuch kommt, dass man sagen kann, komm, wir lassen aus. Ich fühle mich da mittlerweile schon wahnsinnig wohl. Also wir fühlen uns daheim richtig wohl, weil es ist ein schön großer Garten. Wir haben viel Sonne, die Klee kann viel umeinander springen. Also viel Wert haben wir aufs Bad und auf die Küche gelegt. Und das war eine super Lage gewesen. Hat hier einen großen Garten, darum haben wir es eigentlich genommen.